Mir wird schlecht. Du schaffst das, du bist der Beste. Okay? Wieso sagst du das? Du hast das 1 Million Mal gemacht? Und du auch, jetzt hast du es beschrien. Du hast es beschrien! Der Fahrer soll jetzt sofort in den Wagen. Bitte, gleich kommt die Flut. Vielen Dank, das wäre spitze. Ist das Jody? Ja, das ist Jody. Hat sie irgendwas über mich gesagt? Mach das nicht mit deinem Gesicht. Aufhören. Hör auf. Sie hat nichts über dich gesagt. Jetzt steig ein! Ich hab mir überlegt, nach dem Film, also wenn ich nicht ins Gefängnis muss und wenn du nichts vorhast, könnten wir vielleicht irgendwo an den Strand fahren. Wir könnten in unsere Schwimmanzüge schlüpfen. Und dann trinken wir Spicy Margaritas oder sowas. Ja, wir treffen blöde Entscheidungen. Okay, gerne, ja. Klingt das nach dem Plan? Das ist ein besserer Plan als das hier. Okay, sei bitte vorsichtig. Okay, rumreißen, los! Ryder ist verschwunden. Er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen. Tja, Gail. Dann ruf die Polizei. Ich kann nicht die Polizei rufen. Wieso nicht? Dann kriegt das Studio mit, dass ich das Budget total überzogen habe. Dann ziehen die uns im Handumdrehen den Stecker. Du weißt, wie die sind. Mach dich auf die Suche nach ihm, bitte. Warum ich? Du bist ein Stuntman, verflucht. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht bös gemeint. Ich meine, schon ein bisschen. Was machst du hier? Ich glaube, es gab ein Missverständnis. Eindeutig. Weil mir der Eindruck vermittelt wurde, dass du mich hier haben willst. Was für ein irrer Gedanke. Wir haben seit 1 Jahr keinen Kontakt. Ich freue mich für dich. Diese ganze Regienummer steht dir gut. Selbst der Gärtnerhut, irgendwie. Den haben hier praktisch alle. Ist so ein Setting. Okay? Sehe ich. Den anderen steht er aber nicht so gut wie dir. Das ist alles. Und ich will nicht schleimen. Das sind pure Fakten. Aber du siehst in allem gut aus. Auch ohne alles, wie auch immer. Nein, so meinte ich in das Ernst? Nicht. Aber das du siehst doch ohne alles das gut kann aus. Das funktioniert ist nicht. Ist wirklich wahr, aber so war das nicht gemeint. Das da bin ich, Colt Sievers. Und das ist meine Story. Können wir noch mal von vorn anfangen? Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen. Die zufällig Regisseurin dieses Films ist. Wir müssen super professionell bleiben. Cool. Willst du rummachen? Nein. Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Auf rummachen? Ja. Worauf hast du Bock? Reden. Ja. Es gibt nur ein Mini-Problemchen. Der Star des Films. Tom Ryder. Ist verschwunden. Und du musst ihn finden. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht bös gemeint. Ich meine, schon ein bisschen. Tom! Um ehrlich zu sein, er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen. Ich will nur nach dir sehen. Und denen wird's nicht gefallen, wenn du rumschnüffelst. Ich bin nur ein Stuntman, okay? Das ist total irre, Mann. Aha. Wir haben Drogen, böse Typen und einen Mord. Was ist ein Eisverbrechen? Sagten Sie Eisverbrechen oder Eisversprechen? Eisverbrechen. Okay, Sie nuscheln leicht. Ich möchte Ihnen kein Eisversprechen. Ja, das habe ich verstanden. Okay. Die Story ist episch. Von kosmischen Ausmaßen. Stunt! Die Bösen sind ja auf den Fersen. Wir werden dich verstecken. Nein, wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Ich vergesse nie eine Faust. So meinte ich das nicht. Nichts geht über einen guten Twist. Wer mag keinen Twist? Lass uns Ärger machen. Genau mein Gedanke. Bleib am Leben. Egal wie. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Nein! Ich habe eine bessere Idee. Willst du fahren? Okay, verrückter Hund. Das ist dann meine Serie. Wir müssen ihn einkasseln. Und dann prügeln wir die Scheiße aus ihm raus. Scheiße. Ein letzter Stunt. Volles Programm mit Pauken und Trompeten. Wir brauchen ein großes Finale. Wie viele Aufnahmen hast du davon? Wir haben es 5-mal gedreht. Oh. Alter Schwede. Ja. Und 3, 2, 1,
Action! Jeden, aber nicht ihn. Ich habe ihn nicht abgenickt und das weißt du. Du bist wirklich der letzte Mensch auf Erden, den ich sehen will. Im Ernst, ich könnte dir echt eine reinhauen. Und ich wäre offen dafür, aber in einem privateren Umfeld. Du hast mich geghostet. Kein Anruf, keine Nachricht. Ist nicht so, dass ich mich nicht entschuldigen wollte. Du musst dich nicht rechtfertigen, es war eh nichts Ernstes. Wie ist es dir ergangen? Gott, ich hasse diesen Daumen-hoch-Stuntman-Scheiß. Ich bin die Regisseurin. Wir zünden den Mann an. Du bist ein Stuntman. Wir müssen professionell bleiben. Professionell ist mein zweiter Vorname. Du hast gesagt, dein zweiter Vorname ist Gefahr. Wie war das, Boss? Oh. Wirklich? Ja. Und ins Holster. Ins Holster. Vergiss es, hast du nicht gesehen. Tom Ryder. Der größte Actionstar auf dem Planeten ist verschwunden. Du musst ihn zurückholen, sonst war's das mit Jodys Film. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird dich bemerken. Das ist dein Job. Nicht bös gemeint. Naja, schon ein bisschen. Du findest Ryder, rettest Jodys Film und kriegst die Liebe deines Lebens zurück. Ich bin nicht der Held, ich bin nur das Double. Nein, heute nicht. Tom, wir brauchen dich wieder am Set, Kumpel. Toter auf Eis? Er war sowas von tot, Gail. Er war super tot. Die Typen, an die er geraten ist, sind sehr zwielichtig. Ich hatte keine Wahl. Da ging nur so ein Jason Bourne-Scheiß. Die wollten mich umbringen. Und nicht auf die lustige Art. Du schaffst das, du schaffst das. Schaffst du nicht? Zu gefährlich. Gib sicher eine Treppe. Okay, okay. Was ist mit deinem Gesicht? Du siehst furchtbar aus. Du siehst umwerfend aus. Wenn du hinfällst, stehst du gleich wieder auf. Wie weit würdest du gehen für den Menschen, den du liebst? Ich bin dir den Wind, wenn das hier vorbei ist. Schwanz einziehen! Ja, Mann! Stunt! Was machst du nachher? Wollen wir irgendwo an den Strand fahren? Trinken wir Spicy Margaritas? Und treffen schlechte Entscheidungen? Ja!